Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Anno 2070. Heute spielen wir Mission 4 und es müsste eigentlich Part 5 werden. Und dann wollen wir mal schauen, wie weit wir heute kommen. Mission 4. Nachdem Sie die Schäden der Ölpest behoben haben, empfangen Sie plötzlich ein verschlüsseltes Signal. Mysteriös. Also gucken wir uns das doch mal an. Unter uns? Eden Initiative bräuchte viel mehr Leute wie dich. Ich habe dem Vorstand von Ihnen berichtet. Alle sind sehr angetan. So, Schatten der Vergangenheit. Mission 4. Geheimnisse der Tiefe. Die Ölkatastrophe konnte mit ihrer Hilfe eingedämmt werden. Doch von Anlage 13 ist nach dem völligen Zusammenbruch der Staumauer nichts mehr übrig. Während Rufus Zorn, ich weiß es, ich hab's schon wieder vergessen, bereits plant, ihnen die Leitung für den Wiederaufbau zu übertragen, ereignet sich etwas Unvorhergesehenes. Eves System registrierte plötzlich sonderbare Signale und die Quelle ist ganz in der Nähe. Na dann, mal schauen, was Jana Rodriguez denn noch so zu sagen hat. Die Ölpest hat viel Schaden angerichtet. Die Natur wird eine Weile zur Regeneration brauchen. Wir müssen die Sache im Auge behalten. Und was meint Mr. Rufus? Ihr bisheriger Einsatz hat den Vorstand beeindruckt. Die Firma will daher, dass sie Anlage 13 wieder aufbauen. Spielzeit. Hm, mal schauen. So, starten wir doch mal. Warnung. Unbekanntes Objekt registriert. Lokalisiere Quelle des Signals. Koordinaten erfasst. Oh, eine weitere Asche. Okay. Meine Ohren. Danke. Analysiere Datenübertragung. Fehler 3, 4, 2. Vorgang abgebrochen. Nachricht kann nicht vollständig übermittelt werden. Ich bedauere. Eine Maschine, die sich entschuldigt. Mission 4. Geheimnisse der Tiefe. Bitte nehmen Sie AAT, Friedrich von S. Professor, hier spricht. Können Sie mich verstehen? Fehler. Signal gestört. Verbindung unterbrochen. Berechne Kurs zur Quelle des Signals. Okay. Hier irgendwo. War das, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, von dem Blickwinkel eben her? Wollen wir mal schauen. Eine unbewohnte kleine Insel. Da hätte ich die Ökos ja drauf erfrachten können. Die stören sich ja eh daran, an der industriellen Vorarbeit. Ach da. Da. Jawohl, da ist die Asche. Signal erfolgreich verstärkt. Absender, Devi, Professor Dr. Salman. Position, Leiter von SAAT. Spezialgebiet, Nanotechnologie. Aktuelles Forschungsprojekt, Zugriff verweigert. Sicherheitsstufe 7. Keine weiteren Daten verfügbar.
Okay. Es gibt hier ungewöhnlich starke Interferenzen. Ich muss erst die Werte rekalibrieren. Ah, das ist die richtige Frequenzmodulation. Endlich lernen wir uns kennen. Professor Salman Devi, Wissenschaftsleiter von SAAT. Ihre unglückliche Situation ist leider nicht der Grund meines Hierseins. Es ist wegen der Virago, einem frühen Archenprototypen. Father glaubt, dass sie hier ist. Würden Sie mich bei der Suche unterstützen? Klar. Ich bin wohl etwas überstürzt aufgebrochen in der Aufregung. Nun fehlen mir Instrumente für meine Suche. Könnten Sie mir bei der Beschaffung einiger Komponenten behilflich sein? Habe ich eine Wahl? Kontaktieren Sie Jana Rodriguez wegen einem 3D-Analysator. Alles klar. Ja, ist doch gut. Ah, stopp it. Muss nicht die ganze Zeit pingen jetzt hier. Ist ja schlimmer wie in LOL. Professor Devi glaubt, diese Arche sei hier? War ja damals ein Riesenskandal. Ich helfe dir mit dem 3D-Lokalisator. Dafür bekommen wir alle Daten, die bei der Suche gesammelt werden. Ja. 5 Bauzellen, 5 Tonnen Holz. Wo kriege ich denn jetzt Holz her? Habe ich denn hier Holz? Granulat, Kohle, Seite 2, Holz. Nö, habe ich keins. Gut, das werde ich wohl dann noch bauen müssen. Gut, dann wollen wir doch mal schauen. Ich denke mal, bei den Ecos werden wir das finden. Was haben wir hier? Konto. Hafen, Reparatur. Marineabwehrturm. Feuerwehr. Nee. Ah, da, Holzproduktion. Eine Baumschule. Die bauen wir mal. Hier hin. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ja, schön. Und ein Sägewerk hierhin. Muss ich hier jetzt auch noch extra Gelände bauen? Nein. Eine Straße dürfte reichen. So, dann... Da brauchen wir dann 5 Tonnen Werkzeuge und 5 Tonnen Holz. Schauen, was du haben möchtest. Die Virago. Global Trust war schon damals an ihrer Technologie interessiert. Devi bekommt den Bergungsarm und ich Einsicht in alle Ergebnisse. 10 Bauzellen. Ja gut, die können wir direkt machen, währenddessen wir auf das Holz warten. Du gehst mal hier rüber, weil du stehst mir eben weg. Wie sieht's aus mit euren Bedürfnissen? Ihr seid zufrieden. Bleibt dabei. So. Ich brauche 10 Tonnen Werkzeuge. Und 5 Tonnen. Nein, falsches Schiff. Oh, da. Oh mein Gott. Das war ja schon blöd. Sind das jetzt 5 oder 6? 5, okay. Dum, dum, dum. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen... Wenn Sie Unterstützung bedürfen, sind Sie hier richtig.
oder? Muss ich die doch... Machen wir es so. Die Firma erwartet Ergebnisse. Die Firma erwartet Ergebnisse. Die Firma hat immer ein gewisses Warenkontingent vor Ort. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Ja, toll. Nee, das wollte ich nicht. Sammeln Sie das bitte wieder ein. Die Firma sorgt für alle, die ihr nahe stehen. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Brauchtet ihr 5,5. Schon wieder falsches Schiff. Hallo. Ach Quatsch. 5. Und Holz. Dann haben wir erst 3. Das ist blöd. 3. Mensch, du brauchst aber lang.